Da wir jetzt alle einander vorgestellt wurden, sollten wir zur Sache kommen. Okay. Wir vier werden zusammen einen Zirkus aufbauen. Eigentlich sind wir ja zu fünft. Sunny Princess gehört jetzt auch zu unserer Familie. Als erstes steht das Zirkuszelt an. Susanne, ziehe doch bitte das Zelt aus der Kiste dort drüben. Es ist nicht da? Moment mal, ich bin mir sicher, dass es hier irgendwo ist. Hoppla, eins davon muss das Richtige sein. Gehe darauf zu, Susanne. Finde unser Zelt. Okay. Ich steig da mal ab. Oh! Ja, ich würde sagen, dass es ein Riesenausfall an Zirkuszelten, Zirkuszelten ist. Ich nehme mal einfach das Lila, ne? Weil ich Lila so schön finde. Kann ich gar nicht nehmen. Nein! Okay, dann nehme ich hier das Kleinste. Zack. Okay, es war keins. Ist aber schon süß gemacht irgendwie. Kann man das mitnehmen? Nee. Eieiei. Also bei meinem... Achso, ich bin ja auch gar nicht am Laufen. Bei meinem Glück muss ich jetzt wirklich alle durchgehend anklicken. Und finde dann das Zelt dadurch, dass es das letzte ist. Oder er will mich einfach veräppeln und keins von denen ist das Zirkuszelt. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich... Das könnte auf jeden Fall auch die erste Variante sein. Aber ich glaube schon fast an die zweite Variante. Ah! Ah! Ich hab's gefunden! Soll ich es mitnehmen? Nee. Hallo? Wieso habe ich denn jetzt... Das ist auf einmal weg. Hallo? Wo sind die anderen Kisten? Schall und Rauch, mein kleiner Flo. Aber was noch wichtiger ist, wir haben unser Zelt. Unser Zirkuszelt sieht etwas winzig aus. Das ist nicht akzeptabel. Meine Freunde werden vorbeischauen. Viele Freunde. Freunde, denen wir einen angemessenen Veranstaltungsort bieten müssen. Damit sich dieser bescheidene Stoffballen in unser Zirkuszelt verwandelt, müssen wir alle an einen Strang ziehen. Wir brauchen Genehmigungen, Erdnägeln und Pfosten. Zoe, kannst du bitte Sunny Princess dabei helfen, die Stützen für unser Zelt zu schleppen? Ich soll ihr helfen, achso. Xing, du kannst die Takelage vorbereiten. Susanne, ganz offenbar hast du ein großes Geschick beim Öffnen von Kisten bewiesen. Ja, nachdem ich zwei Drittel schon durch hatte. Ich möchte also, dass du dich darauf konzentrierst. Meine Berechnungen zufolge wird der Zirkus in nicht weniger als 6 Tagen aufgebaut sein. Wenn wir alle zusammenarbeiten, machen wir uns an die Arbeit. Jetzt. Muss ich denn alles selbst tun? In Ordnung. Aber das werde ich mir merken, ihr Faulenzer. Susanne, du solltest vielleicht einen Schritt zurücktreten. Ah, sehr schön. Leider zu schnell. So. Mal schauen, was wir jetzt genau machen müssen. Magnifique. Ein spezieller, ein perfekter Ort für Wunder und Vergnügen. Und jetzt gibt es auch genug Platz. Für alle meine Freunde, die uns bald besuchen werden. Du bist bestimmt schon ganz gespannt und willst wissen, welche geheimnisvollen Wunder unser Zirkuszelt bereithält. Bald, meine Liebe, bald. Zuerst müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten vorbereiten. Xing, könntest du... Xing? Wohin ist mein kleiner Na denn jetzt wieder gelaufen? Oh! Okay, letztes Mal habe ich ihn noch beim Bauarbeiter gesehen. Aha. Bleib ruhig, Zinn. Susanne wird dich herunterlassen. Werde ich das? Wo ist er denn? Ach, da hinten. Okay.
Kopf stehender Clown-Anforderungen, okay. Was ist los, mein Täubchen? Hat mein makelloser Narr dich erschreckt? Das ist nur eine Illusion des Lichts. Ich würde dir ja gerne mehr erzählen, aber ein Magier verrät nie seine Tricks. Wie kann es sein, dass mein Pferd ein größerer Pausenclown ist als mein echter Clown? In jeder Familie gibt es wohl Sonderlinge. Irgendjemand muss sie die Maske von Zinn abknöpfen und da ihr beide vorhin ja so gut miteinander ausgekommen seid, fällt die Wahl dann wohl auf dich. Wie Pferdedieb. Oh oh. Jage das Pferd sie, um Zins gestohlene Maske zurückzubekommen. Okay. Das Pferd stand doch gerade noch da hinten. Wo ist es hin? Hallo? Es wäre nur gut, wenn ich sehen könnte. Moment, war das hier rechts gerade? Ah. Muss ich dem eigentlich hinterherjagen oder kann ich Abkürzung nehmen? Mist, hätte ich das gewusst, wäre ich andersrum geritten. Halt, stopp, stopp, stopp. Sie lässt widerwillig die Maske fallen. Ich sollte das wahrscheinlich Idris zurückgeben. Ja, solltest du. Nebenbei bemerkt, es ist ein sehr wuschiges Pferd. Können wir da unten jetzt doch noch was weitermachen bei der Brücke? Da müssen wir gleich auch mal gucken. Wir sollten dafür sorgen, dass mein Narr sofort wieder in sein Kostüm schlüpft. Ein Clown ohne Make-up ist wahrscheinlich ein schauriger Anblick. Also, hat sich jetzt jeder für ein Aussehen entschieden? Sunny Princess macht ein langes Gesicht, aber da kann man wohl nichts machen. Sorgen wir wieder für Zauber. Unserem Zirkus fällt Zelt fehlt noch etwas. Natürlich, das Sahnehäubchen auf dem Eisbecher unserer Träume. Ein beleuchtetes Schild, das meine Gäste zur Vorstellung willkommen heißt. Wo versteckt sich denn jetzt bloß schon wieder das Schild? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Oder ist es das da hinten? Ach, darf ich? Nee, Moment, ich bin ja vorher schon da reingegangen. Ach, da ist es doch. Au. So, da möchte ich mal kurz ein Foto von machen, weil das irgendwie lustig aussieht mit diesem Zirkus auf dem Rücken. Hat er das jetzt dran gemacht? Ah, ja, es ist dran. So, okay, perfekt. Perfekt. Unser Zirkus wird den Nachthimmel erleuchten und die Gäste werden von ihm angezogen wie die Motten vom Licht. Ein wahres Feuerwerk der Freuden. Unsere Vorstellung hier wird in die Geschichte eingehen. So etwas hat die Welt noch nicht gesehen und dafür habe ich dir zu danken. Lass dir ja von niemandem einreden, dass du nur ein weiteres dummes Mädchen bist, das verrückt nach Pferden ist. Bleib an meiner Seite, meine Liebe, und zusammen werden wir alle in Erstaunen versetzen. Das Sahnehäubchen wurde abgeschlossen. Ich hege keine Zweifel daran, dass unser Zirkus ein wahres Fest wird, wenn auch vielleicht etwas ungewöhnlich. Was wäre ich nur für ein Gastgeber, wenn ich das Leben unserer Gäste nicht so einfach wie möglich machen würde. Unsere Zeit auf diesem Planeten ist so begrenzt, alle sollten sich ganz leicht königlich amüsieren können. Das ist es, ein Kürbis.
Susanne, du musst uns einen Kürbis beschaffen. Aber wo kannst du nur einen finden? Was ist das? Falls mich meine Nase nicht täuscht, weht der Duft von Muskatnuss und Pigment von Moorlandstall zu uns hinüber. Backt dort vielleicht jemand einen Kürbiskuchen? Das Schicksal ist uns hold, mein kleiner Floh. Folge dem Duft und finde unsere geheimnisvolle Kuchenbäckerin. Vielleicht bekommst du ja dort einen Kürbis? Ja, achso, da ist der Duft. Ah, okay. Nee, nach links, ne? Ich hoffe, ich bin jetzt hier noch richtig. Weil ich habe die Kreise jetzt irgendwie hinter mir. Muss ich die Kreise jetzt erstmal alle mitnehmen? Damit ich dann hier runter kann? Das ist ja Blödsinn. Hä? Ernsthaft jetzt? Da hinten ist nämlich noch was. Tatsächlich. Das ist ja totaler Quatsch. Aber okay. Ich muss jetzt wieder zurück, wo ich eben angefangen habe. Um dann wieder zu drehen und unten weiterzumachen. Das ist doch... Wieso nimmt er den denn jetzt nicht mit hier? Hat er den jetzt? Ja. Jetzt ja. Okay, dann kann ich jetzt endlich den Rest machen. Ja, natürlich musste da jetzt was dahinter sein. Oh, da will man mal ein bisschen springen üben hier. Der restliche Duft ist aber immer noch nicht da. Da hinten steht jetzt eine. Aber ich glaube, die stand vorher auch schon da. Ne? Ja, toll. Haben wir den einen jetzt wieder nicht mitgenommen? Das war mir klar, dass das zu ihr führen würde. Ach, muss ich doch nicht alle mitnehmen. Ja, toll. Ganz genau. Ich backe einen Kürbiskuchen. Warum fragst du? Brauchst du einen Kürbis? Nachdem ich meine Kuchen gebacken habe, hatte ich noch genau einen Kürbis über. Ich glaube nicht an Zufälle. Das Schicksal will es, dass du diesen Kürbis bekommst, Liebes. Dafür braucht es keine Erklärungen. Das ist ja nett. Die gute alte Frau Holzwurf. So, dann laufen wir nochmal zurück. Wir müssen ja auch noch diese Quest irgendwie hier vorne machen mit der vom Stall und so. Das ist natürlich jetzt auch alles wieder rausgegangen, nachdem ich mich ja leider ausloggen musste. Aber man kann halt nicht 24 Stunden am Tag online bleiben. Das ist das Problem. Ja, da muss man dann halt eben abwägen, ob man die Quests dann verliert oder eben nicht.
XP bis zum nächsten Level. Oha, da brauche ich immer noch ziemlich viel. Ich will aber endlich Level 6 haben. Ich kann es nicht mehr abwarten. Dann kann ich endlich das eine Pferd holen. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, wo das war, aber ich habe einen Screenshot gemacht. Ich weiß ja ungefähr noch die Richtung. So, Moment. Jetzt muss ich nach rechts, genau. Hilfe. Es wird dunkel, die Nacht bricht herein. Hast du die Kuchenbäckerin gefunden? Natürlich hast du das. Und du hast unseren Kürbis bekommen. Ich bin ein sehr glücklicher Zeitgenosse. Fortuna lächelt immer auf meine Freunde. Wie lauteten noch einmal die Zauberworte, um einen Kürbis zu verwandeln? Simsalabim? Hokus Pokus? Wir bleiben einfach beim klassischen Abracadabra. Oh, okay. Das heißt, man kann jetzt von hier aus auch fahren? Unser Zirkus der Träume entwickelt sich ziemlich gut, findest du nicht auch? Bald gibt es nur noch mehr Spaß und Spiele, aber jetzt lade ich dich erst zum unbeschränkten Eintritt ins Zirkuszelt ein. Reite, übe, bereite dich auf das Hauptevent vor, mein Augenstern. Hauptevent? Denn wenn meine Freunde eintreffen, will ich dich in der Manege sehen, wo du auch hingehörst. Okay. Mein treuer Zinn hat es sich in den Kopf gesetzt, dass er gerne ein Rennen veranstalten möchte. Er hat ein Buch über Rodeo-Clowns gelesen und einen Parcours im Western-Stil ausgewählt. Eine Schmetterlingsstangenanordnung, die im Gymkhana verwendet wird. Schmetterling, was für eine passende Metapher für meinen Zirkus, in dem sich ja auch Träume in die Realität verwandeln. Würdest du gerne dein Glück in Sings Rennen versuchen? Ja, ich denke. Oh. Ja, komm, lauf, lauf! Ja, klar, und ich muss dann links rumziehen. Ja, dreh dich jetzt wieder nicht, genau. Komm, lauf. Laufen, Pferd, weißt du noch, was das ist? Ich denke, ich soll da rum. Was denn nun? Ich wollte eigentlich neu beginnen. Hallo? Hallo? Warum schmeißt du mich hier schon wieder aus dem Spiel raus? Geht's noch? Das ist aber echt ein blödes Rennen. Auf so kurzer Distanz? Ja, das weiß ich doch alles noch, was du mir gerade eben gesagt hast. Und ja, ich möchte es nochmal probieren. Komm, reite. Machen wir es halt ein bisschen langsamer. Komm, heute noch. Dreh dich. Wie jetzt? Och nö, ist nicht euer Ernst, dass ich jetzt auch verliere, wenn ich zu langsam bin, ne? Ja, geil, das kann ich ja nie gewinnen, ja. Ja, komm, lauf doch endlich. Wie oft muss ich da drauf drücken? Ja, und weg ist es. Geil. Wo ist denn das nächste? Wieso zeigt ihr mir das nicht mehr an? Also ich versuche es jetzt noch einmal. Das ist sehr, sehr nervig, dieses Rennen. Weil man halt sehr kurz
da die Runden drehen kann nur. Ja, komm. Lauf. Wie oft noch? Oh, wieso läuft der nicht? Lauf doch einfach, Mann. Ja, jetzt soll ich den gleichen wieder laufen, oder was? Hä? Stopp. Lauf. Beweg dich endlich. Mein Gott. So, ja, ihr könnt mich mal kreuzweise kommen. Das hat doch keinen Sinn. Achso, ich muss ja jetzt auch noch selber rausgehen. Oh. Also, ich weiß nicht, ob ich da ein anderes Pferd für brauche, was es wenigstens packt, dann hier in kleinen Abständen da einen Kreis zu drehen. Oder soll ich da anfangen zu traben oder was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du kannst mich jetzt mal, mit dir will ich jetzt nichts mehr zu tun haben, Junge. Ich guck noch mal hier bei unseren Bauarbeiten nach. Oh, oder auch nicht. Weil ich die... Oh, Moment. Ah, ja, lauf doch endlich, Mann. Wie oft muss ich denn hier drehen? Aber dadurch, dass ich jetzt falsch gelaufen bin, habe ich immerhin einen Stern entdeckt. Juhu. Ich habe zwar keine Ahnung, was die bringen, aber juhu.